Lukas Show Episode 2. Mein Name ist Lukas und in meiner Show geht es um Investitionen in den USA, Immobilien, deren Renovierung und ganz klar deren Verwaltung. Ich bin in der Gegend auf Philadelphia als Investor tätig und habe auch hier mehrere sogenannte Rental Properties. Dazu zählen Ein- und Mehrfamilienhäuser. In Episode 1 habe ich euch ein 3-Bedroom-Haus vorgestellt. Dieses Haus ist inzwischen auch renoviert und bereits vermietet. Der gesamte Prozess hierfür, neue Mieter zu finden, hat keine 2 Wochen gedauert. Das heißt, innerhalb von 10 Tagen war da ein Turnover vom Kauf des Hauses bis zum Vermieten, was grandios ist. In dieser Zeit gab es über 130 Anfragen auf die Annonce, das Haus anzuschauen. Einen Großteil der Leute habe ich den Link zum 3D-Video geschickt. Damit kann man jede Menge Anfragen vorab abhandeln. Man muss nicht immer ins Haus gehen, den Leuten das Haus zeigen. Vor allem jetzt, wo die Situation ist, dass nicht jeder irgendwelche Leute im Haus haben möchte und treffen möchte. Und 130 Leute durchs Haus führen möchte ich auch nicht. Das heißt, es gibt erst den Link zum 3D-Modell, die Leute gucken sich das an und entscheiden dann, ob sie dann kommen möchten, ob sie es immer noch sehen möchten oder ob das vielleicht schon rausgefallen ist. Von diesen 130 Anfragen waren genau 30 qualifizierte Bewerbungen. Was eine qualifizierte Bewerbung auf eine Wohnung ist und wie der Prozess hierzu zum Screening der Tenants, also der neuen Mieter, wie sowas abläuft in den USA, dazu gibt es ein separates Video. In dem Video geht es erstmal um die neue Mieterin, die wir für dieses Haus gefunden haben. Wie in Episode 1 zu sehen ist, hat das Haus in dem ersten Floor, also in der unteren Etage, einen schönen alten originalen Holzboden. In der zweiten Etage neu verlegter Teppichfußboden. Also hatte die Annonce ein Kriterium, was alle Mieter, neuen Mieter erfüllen müssen, keine Haustiere, eine sogenannte No Pets Policy. Und genau das ist das Thema. Wir haben die neue Mieterin bezüglich ihrer Kreditwürdigkeit, ihres Einkommens und natürlich den Background-Check hin überprüft gehabt. Hat sie alles super bestanden. Es kam auch die Frage, hast du Haustiere? Und auf der Bewerbung steht, keine Haustiere. Kurz nach dem Einzug war der Klempner im Haus. Der Klempner hat die Badewanne bzw. den Abfluss getauscht. Und nach dem Klempner bin ich abends ins Haus bzw. habe mich angekündigt bei der Mieterin, um zu gucken, was der Klempner gemacht hat. Als ich ins Haus wollte bzw. da war, hat mich ein kleiner, ziemlich bissiger Hund angekläfft und völlig hysterisch ausgeflippt ist der Hund. No Pets Policy und Hund im Haus. Was tun? Jetzt hat man als Vermieter in den USA mehrere Möglichkeiten. Also erstens hat sie die Lease gebrochen, also broke the lease, also hat den Mietvertrag nicht eingehalten. Man kann jetzt entweder den Mietvertrag kündigen oder man sagt, wir haben eine No Pets Policy und wir wandeln die jetzt ab in eine Pets Policy. An anderen Properties, wo zum Beispiel kein neuer Teppich oder kein schön aufbereiteter Holzfußboden ist, da haben wir das so geregelt, eine Pets Policy. Du hast einen Hund, Hund kostet im Monat Geld. Also es ist eine Art, den Cashflow zu erhöhen, beziehungsweise den Leuten zu sagen, okay, dein Hund auf dem Teppich macht der Schäden und für diese Schäden zahlst du vorab jeden Monat einen Betrag X. Kleiner Hund, wenig Geld, großer Hund, mehr Geld, 2 Hunde, noch mehr Geld. So in der Form kann man in den USA die Pets Policy umsetzen. Das ist natürlich hervorragend, um den Cashflow zu steigern. Aber in dem Haus haben wir uns dafür entschieden, aufgrund des neuen Teppichbodens und des schön hergerichteten Holzfußbodens eine No Pets Policy durchzusetzen. Laut Zillow, das ist eine US-Immobilienseite, also das deutsche Immo-Scout, noch ein bisschen fancier, sind 50% der Mieter Leute, die Haustiere haben. Das heißt, wenn man sagt, man schreibt ein Haus aus, mit einer No Pets Policy schließt man schon mal diese 50% der Leute aus. Hat Vorteile, hat Nachteile. Okay, zurück zu unserem Fall. Nachdem ich mitbekommen habe, dass da ein Hund im Haus ist, habe ich mir überlegt, okay, dann setzen wir eine Pets Policy um. Und dann kriegt sie natürlich eine Mieterhöhung bzw. einen neuen Mietvertrag, woraus hervorgeht, Hund, Betrag X pro Monat. Also ein Hund variiert nach Gegend, variiert nach Größe, variiert nach Beschädigungspotenzial des Tieres, also Beschädigungspotenzial fürs Haus. Die Pets Policy, also die Gebühr für diesen Hund, variiert nach Größe und nach, kann man nach Rasse machen, wenn man keine Kampfhunde möchte, was auch immer. Das ist nicht diskriminierend, sondern man kann wirklich sagen, das schließt man aus. Und das ist auch der Fall. In anderen Properties machen wir das so, aber in diesen Property, wie gesagt, schon aufgrund von der Ausstattung des Hauses und dem neuen Zustand eher nicht. Bei einem älteren Haus ein anderes Thema, wo man sagt, okay, Teppich ist eh abgewohnt, Fußboden ist eh abgewohnt, dann zieh da rein mit Hund. Alles gut. Oder Katze oder Hund und Katze. Also die Dame hat einen Hund. Der nächste Schritt wäre ein sogenanntes Pet Addendum, das heißt ein Anhang zum Mietvertrag. Hund heißt so und so, hat die Rasse so und so, folgende Größe
und kostet die Mieterin im Monat so und so viel Geld. Jetzt ist die Mieterin aber relativ schlau gewesen und da war ich echt beeindruckt, weil sie kam meinem Pet-Addendum mit einer E-Mail zuvor, in der sie mich fragt, welche Unterlagen sie braucht für ein sogenanntes ESA. Stichwort ESA, das ist das K.O.-Kriterium und da geht der Cashflow dahin. ESA steht für Emotional Support Animal. Hätte ich jetzt mein Pet-Addendum an sie geschickt und verlangt, dass sie für dieses Tier Geld bezahlt, dann hätte sie mich verklagt. Warum? ESA, Emotional Support Animal. Das heißt, die ganze Diskussion um Mieterhöhung, Pet Addendum, ist obsolet, denn ein ESA ist kein Pet. Das heißt, sie kann, da gibt es Ausnahmen, aber sie kann sich fast einen Pony halten, weil das kann sie dann auch an den Flieger mitnehmen, wenn sie im Flugzeug einen Zettel für ein ESA vorweisen kann. Da gibt es so viele Tiere, die Leute mitnehmen können, das ist unglaublich. Und dasselbe auch beim Haus. Also ESA, kein Pet-Addendum, kein erhöhter Cashflow, akzeptieren, aus die Maus. Ein ESA ist kein Haustier, also kein Pet. Deswegen hat sie, wenn sie gesagt hat, sie hat keine Pets, nicht gelogen, denn sie hat ein ESA. Kann man aber nicht selber als ESA erklären, sondern das muss ein Psychologe oder ein Arzt bestätigen. Und das muss die Mieterin mir belegen, andernfalls greift das Pet-Addendum. Hat sie sehr clever gemacht, Respekt, dem Ganzen proaktiv zuvorgekommen, gefragt, welche Unterlagen ich brauche. Und im Normalfall ist es ein Schreiben vom Arzt oder von einem Psychologen. Das hat einen Briefkopf, das hat eine Unterschrift, das hat einen Stempel. Und da steht drauf, Frau so und so, also die Mieterin oder Familie so und so, hat das Tier mit Name so und so, Rasse so und so, als Emotional Support Animal. Und damit ist jede Frage nach, warum braucht die das Tier? Wie groß ist das Tier? Was macht das Tier? Was ist mit deinem Fußboden? Völlig obsolet. Das heißt, wenn ich diese Fragen stelle, verklagt sie mich. Also nicht stellen, schlucken, sie hat ein Tier im Haus, alles gut. Wenn so ein ESA, Pony oder in dem Fall ein kleiner Hund, wenn dieses ESA Tier, Animal, kein Pet, wenn das einen Schaden verursacht, was passiert damit? Genau, diese Schäden sind nicht abgedeckt. Das heißt, die Dame haftet für die Schäden des Tieres. Das Tier an sich im Haus darf ich nicht unterbinden, weil das ist per Gesetz, FHA heißt das, Fair Housing Act, geschützt. Ich darf die Mieterin deswegen nicht diskriminieren. Ich hätte sie auch nicht vom Bewerbungsprozess deswegen ausschließen dürfen. Pets darf ich ausschließen, ESA darf ich nicht ausschließen. Also schön mit dem Zettel vom Amtsarzt, also von der Psychologin. In dem Fall kam sie und hat gesagt, mein Zettel steht drauf, ich darf den Hund haben. Also darf sie den Hund haben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Like da, abonniert ganz einfach den Kanal, drückt auf den Like-Button, so fest es geht, es kommt mehr Content zu dem ganzen Thema. Bleibt spannend. In Episode 3 geht es um den Screening-Prozess. Wie findet man Mieter, wie selektiert man vor, was sind Kriterien und ganz wichtig, was sind die rechtlichen Dinge, die man beachten muss.